Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist unglaublich laut. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt versteht und ob das hier mit der GEMA so funktioniert. Wir sind auf jeden Fall bei der Signature Night von Brabus 2024. 23 war schon Brett. Ich bin sehr gespannt, wie es 24 dieses Jahr ausschaut. Wir schauen jetzt mal rein. Let's go. So, die Show ist vorbei. Es war mal wieder unfassbar. Ich sitze gerade im neuen, ich muss mal hier in dem neuen Heftchen schauen, was wir hier alles an neuen Modellen haben. Und der letzte, der vorgestellt wurde, war der Brabus Big Boy 1200. So, in dem sitzen wir gerade. Das ist quasi so ein riesen Reise-LKW. Und ich glaube, wir gehen mal ganz kurz hier durch und schauen uns das mal an. Schauen uns gleich nochmal die anderen Modelle an. Aber also ich meine, wenn man jetzt nicht wüsste, dass ich in einem LKW bin, wir können ja mal hier ein bisschen rumfilmen. Oh, Licht ist gerade aus. So, jetzt haben wir wieder Licht. Das ist wie ein Wohnzimmer, Brabus-Tisch. Wir haben hier eine komplette Küchenzeile zum Kochen und glücklich sein für unterwegs. Und wenn wir mal weitergehen, gehen wir mal hier weiter durch und sehen hier ein unglaublich cooles, großes Schlafzimmer. Ich meine, wir sind gerade in einem LKW zum Campen. Ich weiß nicht, ob das noch überhaupt zum Campen überhaupt geeignet ist. Wir haben einen Kleiderschrank mit den neuen Pieces von der Kollektion Brabus mit dem Root Atelier. Sehr, sehr coole Pieces. Ja, es sieht einfach sehr cool aus. Aber bevor wir jetzt hier zu sehr ins Detail gehen, schauen wir uns mal die anderen Modelle nochmal an. Eine Sache habe ich noch ganz vergessen. Das Badezimmer ist ja beim Reisen immer schon ziemlich wichtig. Und wenn wir mal hier reingucken, guckt ihr mal bitte die Dusche an. Was ist denn das? Und hier rechts daneben nochmal die Toilette. Füll mal hier rein. Ah, okay, die ist zu, die geht nicht auf. Aber das ist so ein Luxus, den haben manche nicht mal zu Hause. Und das ist hier einfach mal für unterwegs gedacht. Wir sind jetzt draußen, damit natürlich das Fahrzeug nicht von innen drin dreckig wird. Ich sag mal, ökologisch ist natürlich was anderes oder nachhaltig. Aber wir machen jetzt hier mal unsere Schuhe wieder vernünftig zum Gehen. Und wir schauen jetzt mal rum, was wir noch so für Modelle finden. Fangen wir mal direkt an mit dem Brabus. Ich glaube, das ist ein Super Black, der Brabus 800. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist ein Brabus 800 wirklich, wirklich sehr cool. Direkt nebenan ist der Cullinan. Ich glaube, der kostet irgendwie 700.000, 800.000 Euro, so wie er hier steht. Der Brabus 700 ist das. Lass uns mal reingehen und mal gucken. Naja, gut, er guckt jetzt, wir gehen mal nach vorne. Vorne sehen wir typisch die Spirit of Ecstasy auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Das ist übrigens der LKW jetzt von draußen. Man sieht da richtig gut, das Wohnzimmer, der Raum innen drin vergrößert sich, indem halt diese Kapseln rausfahren und man einfach viel mehr Platz hat. Das hat man eben sehr gut im Schlafzimmer gesehen. Das war wirklich wie ein richtig großer Raum zu Hause. Gut, weiter. Der nächste Brabus 800. Ich hoffe, man versteht mich wegen der Musik. Aber hier diesmal in, ich glaube, ist es Sky Blue. Auf jeden Fall Brabus 800. Sehr, sehr cool. Schwarze Felgen. Schau mal rein. Also sieht auf jeden Fall schon ziemlich cool aus. Komplett beledert, wie man es kennt. Und das schöne Klacken von der G-Klasse. Übrigens,
Das ist alles voll Carbon, lackiertes Carbon. Gut, weiter geht's. Ich glaube, mit eins der Highlights, die von Brabus heute vorgestellt wurden, ist auf jeden Fall der Brabus Rocket GTS. Basierend auf dem SL, aber ein komplett neues Fahrzeug. Und es ist eigentlich ja ein Zweisitzer. Und sie haben da draußen einen Viersitzer gemacht. Hinten kann man, ich glaube, wir schauen mal hier mal ganz kurz rein. Natürlich auch alles voll Carbon. Grau, oh, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ja, ja. Das ist schon sehr, sehr nice. Natürlich auch hier, wie bei den anderen Rocket-Modellen, ein komplett eigenes Bodykit. Von hinten sieht der GTS, der Rocket GTS, natürlich auch nochmal sehr, sehr verrückt aus. Und hier einfach in die Form so mit eingearbeitet. Also, ja, das ganze Auto sieht echt verrückt aus. Mir gefällt es noch nicht so zu 100%. Ich glaube, das ist einfach was, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss. Jetzt schauen wir nochmal einen Blick oder werfen wir nochmal einen Blick auf den Brabus 1000. Da drüben die S-Klasse mit 1000 PS. Ich glaube, innen drin ist die auch komplett grau. Ja. Und hier schauen wir mal, dass wir einmal schön die Tür aufmachen. So. Oh. Hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Meine Füße kann ich hier auf meine Ablage machen. Ich glaube, mit 1000 PS fährt sich als Beifahrer gar nicht mal so gut. Es riecht auf jeden Fall nach Leder. Ab zum nächsten. Ja genau, Brabus 900 XLP 6x6, kein 4x4, den man sowieso schon selten sieht, das ist ein 6x6. Das heißt, wir haben hinten einfach mal G-Klasse Pickup. Das, wenn wir mal hier rumgehen, einfach mal eine Ladefläche ist. Ich glaube, der hat das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, irgendwie um die 1,4, 1,5 Millionen Euro gekostet. Ich bin jetzt schon nicht klein und wenn ich daneben stehe, sehe ich ziemlich klein aus. Wir gehen weiter. Der Brabus 700 müsste das sein. Einfach komplett in pink. Brabus 600. 600 PS, keine 700. Sorry, bisschen so hochgestapelt. Vor allen Dingen haben wir nicht nur dieses schöne Flamingo-Rosa außen, sondern das ganze Auto ist auch innen drinnen komplett rosa. Da schauen wir mal einmal rein. Selbst die belederte Fußmatte leuchtet innen drin komplett rosa. Und jetzt kommen wir zum Highlight von heute Abend. Der Brabus 900, basierend auf dem 911er, komplett in Flamingo Rosa. Ich glaube, viel muss man dazu nicht sagen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt noch. Schaut euch mal bitte an, wie dieses Auto aussieht. Einfach nur verrückt. Ist vielleicht nicht was für jeden, aber für ab und zu mal fahren geht das auf jeden Fall. Hinter mir steht jetzt, ich habe das hier mal im Heftchen nachgeschlagen, der Brabus 800 Mean Green. Wir haben 800 PS, 1000 Newtonmeter, 240 fährt die Schüssel. Also guck mal, wenn man hier dichter rangeht, das ist einfach grünes Carbon mit diesem schönen Mean Green. Und dann noch die riesengroßen 24 Zoll Felge, 24 Zoll, also das hatte ich früher als Kind auf dem Fahrrad. Also das sieht schon echt sehr verrückt aus, alles in diesem Grün, komplett Carbon, sieht schon sehr, sehr cool aus. Wenn wir weitergehen, haben wir hier nochmal einen Brabus 700, da sind aber gerade welche drin, deswegen nerven wir die nicht weiter und gehen nochmal ein Stückchen weiter. Genau, der Hybrid, der hat einen Hybridmotor. 1000 PS. Ja, der ist so eine leichte Perleffekt-Lackierung. Wir schauen mal ganz kurz nach hinten. Hier hinten sieht man es ganz gut. Wir haben hier für einen Hybridantrieb die Ladeklappe. Zack, da können wir laden, fahren wir Hybrid. Aber ich glaube, das ist auch nur fürs Papier, das Hybridfahren oder für die Performance, wenn man das wirklich mal abrufen möchte. Ansonsten diese riesen Theke hinten, wenn man mal hier guckt, das Buch, das passt hier fast zweimal drauf. Ich weiß nicht, ob man das drauf bekommt, wenn man so sich ein bisschen bewegt, dass diese Lackierung so ein bisschen flimmert und die Farben bewechselt, je nachdem von wo man drauf schaut. Und hier ist der andere. Bravo Gradient, das war der hier. Der Brabus Rocket 1000 Gradient, Brabus Rocket 900, auch hier wieder in grün. Alter, wie sieht denn der von innen aus? Gut, dann machen wir wieder auf. Auch hier wieder mit dem grünen Carbon. Schau mal drin. Hier ist alles so Wildleder. Hier Carbon-Einstiegsleisten. Auch hier wieder das Wildleder in den Sitzen. Der Fußraum natürlich komplett beledert. Ja, Brabus typisch einfach schon ziemlich krass und hier an der Seite dieser Lufteinlass, wow, das sieht schon ziemlich verrückt aus. Das habe ich bei der Präsentation gesehen, habe ich auch schon wieder vergessen. Guck mal bitte die Auspuffrohre, so wie bei der G-Klasse,
sind einfach mal beleuchtet. Na gut, jetzt sind sie gerade aus. Man hat es noch gesehen. Ja, also sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Masterpiece, 1000 PS, weiter geht's. Hier die ganze Reihe, im 280 SL, alles die Brabus Classic. Wir können hier mal alle nacheinander durchgehen. Hier haben wir den 280 SL aus, Baujahr, keine Ahnung, weiß ich nicht, es tut mir leid. Nächster, wieder ein 280 SL, Baujahr, bisher neuer. Nochmal ein 280 SE. Auch ein bisschen neuer. Aber ich glaube, womit die meisten was anfangen können, ist mit diesem schönen Schätzchen hier. Filmst du nicht manchmal ganz schön weit nach oben? Nein. Ja? Okay. Wir haben hier den wunderschönen 300 SL. Sieht natürlich super, super schön aus. Ist schon ein krasser, krasser Klassiker. Und es ist cool, ich werde mich jetzt zwar nicht reinsetzen, aber ich könnte mich theoretisch jetzt hier reinsetzen, weil ich weiß gar nicht, wo die gerade preislich so liegen. Wir haben hier die App und wir können nachgucken, wie viel die Autos kosten. Haha, jetzt gehen wir die Modelle mal durch. Hier ist er. 300 SL, 1,3 Millionen Euro kostet er. Ist kein Schnäppchen, aber ist auch ein besonderes Auto. Jetzt kommen wir neben dem Smart Hashtag 3 Brabus, der auch unfassbar geil ist. Unten mit den Carbon-Diffusoren, aber mit eins meiner Highlights ist der Crawler. Ein riesengroßer Offroad-Buggy als G-Klasse. Sieht schon wirklich echt crazy aus. Komplett Carbon natürlich. Jetzt haben wir mal ein bisschen abgewartet und ich muss mich jetzt einfach mal in den Crawler reinsetzen. Ich schmeiß mal hier meine Liste drüben rein. Ich kann mir hier ein Bild einblenden. Letztes Jahr bin ich genauso auch in den anderen Crawler eingestiegen. Mal sehen, ob es diesmal gut geht. So. Nichts einfacher als das. Ich sitze drin. Also ich hätte jetzt schon echt Bock auf eine Runde in der Wüste mit dem Ding rumfahren. 900 PS hat er. Ich würde mal sagen, das reicht auf jeden Fall. Achso, man hat ja hier sogar noch die... Oh ja. Ja. Ich brauche jetzt noch drei Mitpassagiere und dann können wir auch loslegen und uns auf die Wüstenreise machen. Sieht das bescheuert aus? Ja. Ich möchte gar nicht mehr viel zu viel quatschen. Ich bin jetzt im Schnelldurchlauf alles mal durchgegangen. Ich hoffe, man hat einen ganz guten Eindruck von der Creator. Ich hoffe, man hat einen ganz guten Eindruck von der Signature Nacht 2. Ich hoffe, man hat einen ganz guten Eindruck von der Signature Night 2024 bekommen. Ich bin ziemlich im Eimer. Wir haben es jetzt 20 vor 1. Die Show ging ziemlich lange. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, folgt rein. Guckt auf meinen Social Media Kanälen. Da kommt ein Haufen an Content noch auf euch zu. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.